Unfug, den die ja übrigens auch nur machen, um in die Medien zu kommen. Das Provokationsprinzip der AfD lautet ja, einer erzählt etwas Anstößiges, also zum Beispiel, es sei ein Mahnmal der Schande, das Denkmal zur Erinnerung an den Holocaust, an den Juden. Und dann kommt der Nächste und sagt, naja, so war das ja nicht gemeint, so bediene ich beide Seiten. Und die Provokation wird berichtet und alle springen über das Stöckchen, das dahin gehalten wird. Insofern sind die wunderbare Medienexperten und leben geradezu wie Parasiten von dem Wirtstier sozusagen der öffentlich-rechtlichen Medien. Also insofern muss man schon sagen, haben die keinen Grund, sich zu beklagen. Sie nutzen die Medien besser, als es teilweise demokratische Parteien tun.